Bewege zum Spielen deinen Körper. Ja, das hat so ein Sportgame an sich, ne? Achte darauf, dass du beim Spielen über genügend Platz verfügst. Ja, das wird schwierig mit dem Mikrofon, aber ja. Lege den Joy-Con-Handgelenkschlaufer an und halte den Controller beim Spielen sicher in der Hand. Nö. Machen wir nicht. Ja, und damit willkommen zu Nintendo Switch Sports. Etwas komisch, das Spiel zu Let's Playen, auch wenn ich eine breite Palette an Spielen habe, die ich bisher gespielt habe, ist es trotzdem etwas komisch, hier jetzt ein Sportspiel zu bringen, aber ja gut. Gezockt wird es. Ich habe mich schon sehr lange auf ein neues Sportgame gefreut, auch wenn ich gehofft habe, dass es eher so wieder wie Wii Sports Resort wird. Aber okay, wir lassen uns erstmal darauf ein. Vielleicht wird es ja ganz cool. Wir spielen auf jeden Fall im Einzelspielermodus noch nicht online oder gar nicht online. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich will mich da jetzt noch nicht festlegen. Aber auf jeden Fall spielen wir erstmal im Singleplayer-Mode und schauen so, was es hier so gibt. Und dieser Stil mit diesem Schlängellinien-Dingen und mit diesem Punkt vorne dran. Ich denke, man weiß, was ich meine. Hier, guck mal, beim Badminton-Logo, da fängt das irgendwie so komisch an und schlängelt sich dann so durch. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das scheint wohl so der, keine Ahnung, so der Stil von den Icons zu sein. Ist ganz nett. Ist ganz nett. Ja, gut. Aber wie ich schon sehe, es gibt sechs Sportarten und das Ding ist immer noch ein Thema. Sorry dafür. Ich habe einen Apropos gekauft. Ich habe einen, wollte ich gerade sagen. Ein Moment. Da habe ich mich gerade wieder ein bisschen verhaspelt. Ich habe ein neues Joy-Con-Paar gekauft. Und jetzt, apropos gekauft. So, alles nach der Reihe. Apropos gekauft, eins vorweg. Wenn ihr das Spiel online kauft, auf Amazon oder so, bei dem Spiel ist ein Beingurt mit dabei. Das ist ganz wichtig, weil Amazon hat mir auch vorgeschlagen, hey, du kannst das Spiel plus extra Beingurt kaufen. Was ich fast gemacht hätte, das wäre 10 € mehr gewesen, wäre jetzt nicht die Welt, aber gut, braucht man nicht. Ich habe schon einen Beingurt von Ring Fit, heißt das Spiel. Und ich dachte erst, dass Nintendo erwarten würde, weil ich in einer Mail gelesen habe, hey, du kannst deinen bereits vorhandenen Beingurt benutzen. Ich dachte, dass die erwarten würden, dass man Ring Fit besitzt. Dann dachte ich mir aber so, das kann ja eigentlich nicht sein. Das wäre ein bisschen kacke. Und ja, deswegen habe ich dann nochmal geschaut. Und ja, da ist ein Beingurt dabei. Gut, aber genug gelabert. Wir spielen erstmal Volleyball. Wähle die Spielerzahl aus. Wir spielen, wie gesagt, alleine. Und ach ja, stimmt. Wir konnten gar nicht auswählen, welches Profil wir nehmen sollen. Wollen, meine ich. Als ich das Spiel gestartet habe, konnte ich das nicht auswählen. Aber jetzt kann man es. Ich werde natürlich meinen nehmen, meinen Account. Und ich werde wahrscheinlich die anderen Accounts ausblurren, dass man das nicht sieht. Einfach nur aus, ja, Datenschutz. Ganz einfach. Wenn ich dran denke. Also wichtig ist es nicht, aber wenn ich dran denke, werde ich es auf jeden Fall ausblurren, damit ihr Bescheid wisst. Gut, wähle Aussehen und Spitzname. Du kannst beides zu einem späteren Zeitpunkt erneut ändern. Dein Spitzname wird anderen Spielern online angezeigt. Ey, der Mii sieht eigentlich ganz cool aus. Außer die Schuhe vielleicht. Die Schuhe würde ich. Was ist das? Eine Maske oder was? Das ist kein Item dieser Art. Das ist kein Item dieser Art. Was zum Teufel?
Ja, die blaue Jacke sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, nehmen wir die blaue Jacke. Komm. Ich würde gern so ein dunkelgrün nehmen, aber das gibt's leider nicht. Und ich kann die Schuhe auch nicht ändern. Also, ja, gut. Scheiß drauf. Moment mal, was? Mii auswählen? Auch hier werde ich wieder die anderen Mies ausblurren. Einfach nur, weil ich es kann. Und, ja, gut. Wir nehmen natürlich mein Mii. Ich habe Bock auf mein Mii. Ich habe mich auf die Mies gefreut. Ich mag die Mies, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und, ja, ich habe einfach Bock, mit meinem Mii zu spielen. Ja, und genau deswegen werde ich das auch tun. Komm, Level. Stark. Normal stark? Was? Normal stark? Extrem stark? Dass es kein Leicht gibt, ist interessant. Aber ja, gut. Wir werden auf jeden Fall. Ja, wir werden auf jeden Fall auf stark spielen, wenn das die mittlere Stufe ist. Drücke die Knöpfe. Ja, so. Okay. X und ZR. Okay, gut. Halte genügend Abstand zum Fernsehgerät. Kann ich nicht. Mann. Jetzt lass mich doch mal. Gut. Volleyball-Tutorial. Ach so. Stimmt. Wegen Joy-Cons. Ich hab's schon wieder komplett vergessen. Der Anfang ist immer sehr schwierig vom Let's Play. Sorry dafür. Weil man so viel erzählen muss und so weiter. Ich hab ein neues Joy-Con-Paar gekauft. Vor dem Let's Play schon, weil ich hier, also vor der Aufnahme, und da passiert schon wieder, genau aus dem Grund wollte ich nämlich neue Joy-Cons holen, beziehungsweise diese hier reparieren lassen. Und ja, das habe ich jetzt vor dem Let's Play gemacht. Die sollen in 3 Tagen, glaube ich, ankommen. 3 Tagen, ja, ich glaube, es sind 3 Tage und... Ja, so lange müssen wir halt noch hiermit auskommen. Aber ich mache Kirby und Switch Sports immer im Wechsel. Also sollte das, keine Ahnung, ein Part, 2 Parts so gehen, dass es manchmal einen Abbruch gibt. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wie auch immer. Hier lernst du auf jeden Fall die Grundtechniken des Volleyballs kennen. Baggern, Zuspiel, Angriffsschlag, Block. Diese Techniken wechseln sich ab und beide Spieler müssen sie beherrschen. Schwinge den Joy-Con von unten nach oben, um den Ball mit beiden Armen vor deinem Körper zu spielen. Okay, probier das mal aus. Ja, mache ich. Okay, schön. Gibt's auch ein... Nein, oh Mann, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gibt's auch ein Perfekt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Alter. Und braucht der Joy-Con auch immer so lange, um sich wieder zu verbinden? Oh Mann. Schwinge den Joy-Con von unten nach oben, um den Ball mit beiden Händen über den Kopf zum Mitspieler zu passen. Probier das jetzt aus. Okay. Ja, okay, okay. Normal. Timing etwas zu spät. Okay, interessant. Etwas zu spät? Was? Seriously? Egal, schwinge den Joy-Con nach oben, um zu springen. Schwinge dann den Joy-Con, nicht den Controller, nach unten, um den Ball zu schlagen. Obwohl, ich hätte eigentlich auch Controller sagen können. Ist scheißegal. Schwinge den Joy-Con nach oben, um deinen Körper auszurichten und zu springen. Ja, machen wir. Was? Oh. Ja, nee, das war nicht etwas zu spät, das war sehr spät. Oh, und man kann... Oh, was? Nicht schlecht.
Ja, okay. Ich dachte, man kann so mit der Bewegung... Klatsch in die Hände. Ich dachte, man kann mit der Bewegung entscheiden, wo der hinfliegt, der Ball. Aber vielleicht kann man das auch. Mal schauen. Ich hab's gerade nur ein bisschen verkackt. Wie auch immer. Schwinge den Joy-Con nach oben, um zu springen. Ja, habe ich doch gemacht. Versuche nach dem Abspringen einen Angriffsschlag durchzuführen. Halt schlagen. Schön. Und es geht. Nice. Oh, das ist cool. Das wird sich tatsächlich noch ein bisschen besser anfühlen, wenn man wirklich auch mit etwas Abstand zum Fernseher stehen würde. Und auch mehr Bewegungsfreiheit hätte. Also cool, cool gemacht. Finde ich gut. Um am Netz hochzuspringen und einen Angriff zu blocken, schwinge den Joy-Con von unten nach oben. Probier es jetzt aus. Was? Muss ich früher springen? Hä? Oder will er noch nicht? Okay. Das ist geplant. Gut. Nun bist du mit den Grundlagen vertraut. In Matches kannst du mit einem anderen Spieler ein Team bilden. Oder, Moment, ist das generell immer so, dass der Ball durchgeht? Weil er dann nur verlangsamt wird? Um das so ein bisschen zu vereinfachen fürs Spiel? Kann das vielleicht sein? Mal gucken. Baggern, Zuspiel, Angriffsschläge und Blocken, das zu beherrschen, ist ebenso wichtig wie gutes Zusammenspiel. Ja. Das auf jeden Fall, ne? Neuartige Anfänger, idealer Erwartete. Okay. Den Aufschlag habe ich aber nicht erklärt bekommen. Okay, da war aber in Ordnung. Okay, let's go. Okay, schön. Okay, schönes Ding. Etwas zu früh. Scheiß drauf. Wir haben's. Und es ist tatsächlich echt geil. Etwas zu früh. Ja. Ah, ich hätte nach rechts schlagen sollen. Schön. Und jetzt mach ihn. Drin. Sehr schön. Das war aber ein richtig guter Schlag. Genau hinten auf der Linie. Okay, wir machen den mal nach rechts. Okay, und es funktioniert echt gut. Also die Steuerung ist geil. Schön. Ah, shit. Bisschen verkackt. Also, die Steuerung ist geil. Es funktioniert alles wie gewollt. Aber das Blocken habe ich noch nicht so ganz raus. Den musste ich... bisschen... nach hinten vor... fischen. Ja, schön. Aber richtig schöne Blocks gerade. Nice. Okay, schönes Ding. Nice. Okay, let's go. Da ist sie zu früh gesprungen. Und dann habe ich das Ding auch direkt verwandelt. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, dass der Mii tatsächlich mal normal aussieht. Also normalen Körper hat. Das ist irgendwie, keine Ahnung, finde ich cool, aber es ist irgendwie auch komisch. Ich weiß es nicht. Es ist sehr schwierig. Sehr schwierig nur zu beschreiben. Und ja, es war ganz okay. Eigentlich schöner Block. Nur ich weiß nicht, warum der jetzt abgeprallt ist. Vielleicht können wir es nochmal sehen.
Ja, das war doch gut eigentlich. Weil der Schlag so heftig war. Was? Das war drin? Okay, das will ich nochmal sehen. Einen Moment. Oh ja, auch genau auf der Linie. Holy shit. Ja, schön. Was? Der ist... Was? Der war drin? Genau in der Ecke. Holy shit, was? Etwas zu früh. Juckt mich nicht. Nice. Okay, ich weiß nicht, ob die immer drin sind. Aber ich schätze mal nicht. Ich denke, die können auch rausfliegen. Aber ich habe auch in der Schule sehr gerne Volleyball gespielt. Vielleicht, ich habe da ein bisschen geschüttelt. Das hätte die Switch eigentlich erkennen sollen. So von wegen, ja, nee, hast du unsauber gespielt. Aber gut. Ich weiß nicht, ob einem das vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft, aber ich denke schon. Dann hat man vielleicht so das Gefühl schon dafür. Und da ist wieder der Abbruch, aber zumindest mal nach einem Match. Oder was heißt zumindest mal nach einem Match? Ist zumindest nach dem Match. Ich sag das so, als wäre es schon passiert. Dass es einfach mitten im Spiel einen Abbruch gibt. Aber nee, gab's ja zum Glück noch nicht. Jo, gibt's ja auch dieses Prestige-System? Nicht? Okay. Schwinge den Joy-Con erst nach oben, um den Ball anzuwerfen, dann nach unten, um ihn zu schlagen. Wurde die Joy-Con-Handgelenkschlaufe angelegt? Vergiss die... Junge! Nerv mich nicht! Mann! Eigentlich würde ich tatsächlich sagen, doch, wir machen noch eine Runde. Ich weiß nicht, warum ich da rausgegangen bin. Wir gehen rein. Und machen ihn mal auf extrem stark, würde ich sagen. Komm. Let's go. Aber auch schöne Umgebung hier, dass das Ganze so in so einer in so einem Einkaufscenter drin ist. Das ist cool. Was sind das für komische Bezeichnungen? Samurai, Magierin, was? Sehr, sehr komisch. Schöner Block. Nice. Oh, der war kacke, aber zumindest noch hergefischt. Okay, auch schöner Block. Ja, okay. Logisch. Wenn ich den ins Aus fälsche, dann ist natürlich ein Fehler von mir. Das ist logisch. Aber interessant, dass auch das geht. Das ist eben nicht immer nur ein garantierter Block ist. Der Block war aber richtig gut. Da hatten sie keine Chance mehr ranzukommen. Geil. 1-1. Okay. Mal 2. Und wenn man das Timing richtig gut raus hat, dann wird der Ball sogar verstärkt. Aus dem... Nein! Schade. Aus dem Play eben hätte ich echt gut was machen können, aber ich habe es irgendwie verkackt. Sehr schade. Zu früh. Ja. Komm, der ist aber jetzt mal drin. Wenn sie nicht hochspringen, selber schuld.
Nice. Zu früh. Ja, ich weiß, zu früh. Jawohl. Sehr gut. Also kann man auch solche Situationen sehr gut für sich ausnutzen. Das ist interessant zu sehen, dass schlechte Plays auch bestraft werden. Und nicht einfach nur geduldet werden. Ah, sehr gut. Also wir haben richtig gut Punkte gemacht. Erst haben sie geführt mit 1-0, dann haben wir ausgeglichen, dann haben sie nochmal einen Punkt gemacht. Und jetzt sind wir sogar schon auf 4-2. Also wir haben uns richtig gut zurückgekämpft. Der war krank gut, der Schlag. Aber auch sehr schlechter Block von ihm leider. Kacke. Ja, was soll's. Eigentlich lieber geschlagen, muss ich sagen. Aber, ja, nee, hat er schlecht gemacht. Zu früh. Ich weiß. Ich weiß, zu früh und der ist sogar noch drin. Oh mein Gott, war das knapp. Schön, aber das macht tatsächlich richtig Bock. Also Volleyball ist echt geil bislang. Ich weiß nicht, können wir irgendwie... Gibt es hier keine Spielmodi? Vielleicht wäre es noch nachgepatcht. Es wäre echt cool, wenn es hier noch Spielmodi geben würde. Und scheiß drauf, ich werde die Dinger wahrscheinlich nicht ausblurren hier. Weil, ja, es wird so oft angezeigt. Aber ich denke, ich könnte tatsächlich mal ein paar Profile löschen. Eigentlich alle, die nicht mir gehören. Gut, aber was soll's. Darüber werde ich mir später Gedanken machen und nicht jetzt im Let's Play. Wir schauen nochmal. Volleyball. Gibt's hier keine Spielmodi? Nö, anscheinend nicht. Badminton. Ihr auch nicht? Ich hätte es echt cool gefunden, wenn es halt Spielmodi geben würde, wie bei Wii Sports Resort. Das war so cool. Zum Beispiel hier, komm, Schwertkampf, wo wir es gerade haben. Da gab es drei Sachen. Einmal das klassische 1 gegen 1 auf dieser komischen Plattform. Dann auch mal so ein Schnittfest, wo man halt schneller reagieren musste und bestimmte Gegenstände zacken musste in die richtige Richtung. Und dann noch mal so ein Schwertmarathon. Das war so eine Art Horde-Modus, in denen immer mehr Mies zu eingekommen sind und wo man auch über die gesamte Insel, über Uhu Island war es noch, wer es nicht kennt, einfach mal nachschauen, die ganzen Gegner besiegen musste, wo man drei Herzen hatte und man musste sich halt da durchschlagen. Das war echt cool. Und ich hoffe, das kommt noch. Ich hoffe, man muss das irgendwie noch freispielen oder keine Ahnung. Oder es wird noch reingepatcht. Aber bislang ist der erste Eindruck eher, dass es wie der Nachfolger von Wii Sports Sports ist. Also erstes Spiel Wii Sports, zweites Spiel dieses Spiel, Nintendo Switch Sports und drittes Spiel dann Wii Sports Resort, so als krasse Version dann nochmal. Aber leider ist das hier der Nachfolger von, okay, streng genommen Wii Sports Club hieß das, glaube ich, oder so. Aber sagen wir einfach der Nachfolger von Wii Sports Resort. Und dafür ist das echt noch ein bisschen schwach,
muss ich sagen. Ich meine, es macht zwar Spaß, die Steuerung fühlt sich echt gut an, aber nur 6 Sportarten und dann nicht mal mit verschiedenen Spielmodi? Was? What the hell? Ja gut. Wie auch immer, das war's erstmal für den ersten Part. Im zweiten Part werden wir dann... Ja, ich denke, wir werden dann Badminton mal ausprobieren. Und ich freue mich schon sehr auf... Ja, doch, eigentlich alle. Alle Sportarten. Ich meine, ja, Bowling und Tennis kennt man. Und ja gut, Schwertkampf jetzt auch. Nur ich weiß nicht, wie das jetzt umgesetzt wurde. Keine Ahnung. Aber ich freue mich tatsächlich auf alle, gerade wegen der coolen neuen Steuerung, die sehr gut funktioniert, wie gesagt. Also großes Lob dafür. Und ja, wenn ihr auch Bock auf den nächsten Part habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Falls nicht eh schon getan habt, dann schauen wir mal, was es so im nächsten Part hier Feines gibt im Badminton. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.